Hi ho, meine lieben Zwergenfreunde, willkommen zurück bei meinem Dwarf Fortress Let's Play. Ich habe ja das letzte Mal, bin ich kurz hier eingestiegen ins richtige Spiel, nachdem wir den Embark gemacht haben, also die Expedition gestartet haben, und habe euch ja nicht viel gezeigt. Deswegen werden wir mal alles von Anfang an durchgehen. Das letztes Mal war nur ein kleiner Vorgeschmack, damit ihr euch überlegen könnt, ob ihr dieses Let's Play überhaupt weiter verfolgen wollt. Also erst einmal kurz die Übersicht. Hier das große Fenster ist unsere Spielwelt. Also das hier ist wirklich nur das Gebiet, was wir beim Embark uns ausgesucht haben, diese 4x4 Felder. Und hier sieht man schon blaues, ziemlich viel blau. Das bedeutet, hier sind die Ebenen so weit unten, dass man sie nicht mehr sehen kann. Ja, jetzt sieht man sie jetzt. Jetzt bin ich ein Stück weiter runtergegangen. Und zwar mit Shift und der Taste, neben der Y-Taste, also der Größer-Kleiner-Taste, kann man zwischen den Ebenen wechseln. Also wenn man normal auf die Größer-Kleiner-Taste drückt, geht man hoch in den Ebenen. Dann sieht man eben das, was höher liegt. Also hier zum Beispiel, das hier in der Mitte ist jetzt auf der Ebene, auf der wir uns gerade befinden. Das Schwarze liegt eine Ebene höher, mindestens. Und das Grüne hier liegt eine Ebene tiefer. Und Blau liegt noch tiefer. Das heißt, je höher wir gehen, desto mehr sehen wir von oben. Also hier sehen wir fast gar nichts mehr, weil hier auch fast gar nichts mehr ist. Und je tiefer wir gehen, umso mehr sehen wir halt weiter von der Spielfeld. So, wir sind mit unserem Karren und unseren 7 Zwergen hier angekommen. Den Karren können wir uns erst einmal kurz angucken. Da muss ich mal kurz überlegen. Hier seitlich sind die ganzen Befehle festgehalten, also welche Tastaturtaste wir für was drücken müssen. Jetzt muss ich mich gerade mal wieder etwas reinfinden. Es ist schon ein bisschen her, dass ich Dwarf Fortress gespielt habe. Aber ich glaube, genau, K ist Look, also fürs Umsehen. Dann kriegen wir hier unseren Tastaturcursor, unser X, und können mit dem hier dann über Sachen gehen. Zum Beispiel hier ist eine Esche. Hier ist unser Hund. Hier ist Gras, ein Busch, noch ein Busch, anderes Gewächs, ein Felsen, ein Zwerg, also unser Rüstungszwerg, und hier ist eben unser Karren, unser Wagen, Waggon. Und ja, der Wagen wurde von 2 Pferden gezogen. Diesem Pferd, und die bekommen wir dann halt sozusagen geschenkt, noch gratis obendrauf. Manchmal sind es auch Ochsen oder Lamas oder was auch immer, was den Karren zieht. So, in den Karren können wir auch irgendwie reingucken. Kavaluk. Building. Genau, T für View Items in Building. So, weil der Wagen das einzige Gebäude, sozusagen, der zählt als Gebäude, der Wagen in der Nähe ist, können wir uns ansehen, was in ihm drin ist. Also, sobald er anfängt zu blinken, das Gebäude, sehen wir dann, was sich darin befindet. Also, wir sehen erst einmal, der Wagen ist aus Chestnut, also Haselnuss, gebaut. Das zeigt das B hier. Und der Rest hier, das ist alles drin gelagert, also Zwergenwein, Zwergenrum. Das ganze Saatgut in Bags. Und hier daneben ist sogar ein Task angegeben, also ein Zwerg wird kommen und den Bag hier abholen mit den Rocknuts. Wir können auch mal kurz hier durchgehen und uns noch mehr ansehen, was hier alles so ist. Zum Beispiel hier das Meat Barrel. Das ist also alles in unserem Wagen geladen, also alles, was wir beim Embark, bei den Embark-Einstellungen hier ausgewählt haben, ist hier in unserem Wagen geladen. Aber das wollen wir nicht hier in dem Wagen haben, der ist ja ziemlich weit entfernt von unserer aktuellen Position, wo wir uns häuslich niederlassen wollen, nämlich hier.
Dafür habe ich dann hier sogenannte Stockpiles eingerichtet. Das sind diese grau unterlegten Zonen. Das sind keine Gebäude, das ist einfach nur eine Zone. Also hier wurde nichts gebaut. Das ist alles frei begehbar und kann jederzeit abgerissen werden. Und zwar mit P kann ich neue Stockpiles anlegen. Hier sieht man schon mal, was für Stockpiles es allgemein gibt. Aber wir können auch die Stockpiles einstellen, also was wir aufnehmen sollen. Im Augenblick habe ich nur einen Essen-Stockpile, das ist der hier, und einen Wood-Stockpile, also für Holz, der ist hier. Damit unser General, der zurzeit der Holzfäller und Carpenter ist, hier das Holz abladen kann. Und der Koch und der Baumeister eben die Nahrung, die sie von den Büschen ernten, die ich hier in Auftrag gegeben habe. Und natürlich wird auch das Essen aus dem Karren langsam hier runtergebracht. Hier habe ich bereits einen Dick-Befehl gegeben, also über D wie Designations kann ich Befehle verteilen. Die Bäume, die hier markiert sind, also grau unterlegt sind, sind Bäume, die zum Abholzen gewählt wurden. Und die Beerenbüsche eben zum Absammeln. Und hier hatte ich einen Mining-Befehl, also mit D einen Mining-Befehl gegeben, um hier einen kleinen Gang reinzuweinen. Diesen Gang wollen wir jetzt erweitern, aber wir wollen nicht auf dieser Ebene bleiben, weil ich will etwas tiefer meinen ersten Raum haben und von da aus dann hoch und runter gehen, so ein bisschen turmartig. Der Boden hier, kann ich euch mal kurz zeigen, das sehe ich natürlich selber, das müsste roter Lehm sein. Genau, Clay Loam, Cavern Floor, also das hier sind Bodenplatten. Und das hier sind Wände aus rotem Lehm. Es gibt natürlich auch noch normalen Lehm. Oder nee, halt, das hier ist Silt. Jetzt weiß ich gar nicht, was Silt genau ist. Ich glaube, das ist normaler Lehm ist es nicht. Normaler Lehm wäre Clay und der wäre gelb. Das ist einfach irgendwas. Ja. Also, jetzt wollen wir erst einmal etwas tiefer graben. Dafür gibt es den unter Designations, den sogenannten Channel-Befehl, das ist der mit H. Ein Channel-Befehl. Und den machen wir mal hier auf 3x3 Felder. So, jetzt gehen wir eine Ebene tiefer. So, unser Mauszeiger bleibt genau an derselben Stelle, nur eine Ebene tiefer. Dort geben wir dann einen Mining-Befehl. Noch mal kurz hoch, genau, geben hier einen Mining Befehl weiter, und zwar so, na doch etwas mehr. So, jetzt werden unsere Bergarbeiter sich darunter channeln, also hier an der Stelle eine Ebene tiefer graben und dann dort weiter minern, während meine anderen Zwerge hier die Sachen aus dem Wagen hier einlagern und das Holz hier hacken und die Beeren sammeln. Also beende ich mal die Pause mit Leertaste und dann sehen wir schon mal, wie es weiter losgeht. Ja, meine Schmiedezwerge kommen hier zum Channel. Und wir sehen schon, sie haben sich hier runter gechannelt in die nächste Ebene. So, das sollten wir mindestens noch zwei Ebenen machen, bis wir mal auf Gestein stoßen. Jetzt werden sie sich wahrscheinlich ausruhen oder andere Aufgaben annehmen und dann weiter channeln. Im Augenblick haben wir nämlich weder Betten noch sonst was, aber man sieht schon mal, die Stockpiles hier füllen sich ganz gut. So, diese Pfeile übrigens hier sind Rampen, das heißt, hier kann man hoch und runter gehen. Die Rampen hier möchte ich übrigens nicht haben, also gehe ich auf Designations und sage mit Z Remove Stairs und Ramps und entferne diese Rampen, also lasse sie von meinen Zwergen entfernen, und gleichzeitig gebe ich mit H einen neuen Channel-Befehl hier, dass wir noch eine Ebene tiefer kommen. Und gleich mal mit Mining hier einen Miner-Befehl. So. Und lass das Ganze mit Leertaste dann weiterlaufen. Das Spiel wird übrigens automatisch pausiert, sobald ich in irgendeinen Befehlsmodus gehe. Also wenn ich zum Beispiel Designations mache.
So, die Rampen hier wurden entfernt. Jetzt sieht man, dass nur noch diese Rampen hier vorhanden sind, um runter und hoch zu kommen. Die andere Seite eben nicht mehr. Und wir sind in der ersten Gesteinsschicht angekommen. Sehr schön. Das hier ist... Was für ein Stein? Gabbro. Was auch immer das für ein Gestein ist. Ach, das war eben mein Escape zu viel. So, das heißt, wir buddeln uns vielleicht noch einmal runter hier. Also mit dem Channel-Befehl. Hier einmal runter. Entfernen nochmal mit Z die Rampen hier. Dann gehen wir noch eins tiefer und sagen mit Mining, ja, wir wollen jetzt mal ordentlich was freiräumen. Nochmal kurz hochgucken, ob es richtig ist. Ja. So, wir wollen ordentlich was freiräumen. So. Und uns dann langsam mal in Richtung eines Turmes, einer Festung aufmachen, eine zu bauen. So. Aus dem Designation raus. Und jetzt wird ordentlich gebuddelt hier unten. Genau. Hier machen sie schon mal alles frei. Und dann geht es durch das graue Gestein hier durch. Geben wir am besten ihnen nochmal den Miner-Befehl. Von hier so. Und dann von hier aus nach oben ein Stück. So. Und dann von hier aus machen wir unseren ersten großen Raum hin. Der ist dann, mal kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Also 21 mal 21 Felder breit. Wenn man Shift gedrückt hält, übrigens, unter die Pfeiltasten betätigt in so einem Modus, wo man den Cursor hat, macht man größere Sprünge, also gleich 10er Sprünge. So kann man schneller Aufträge verteilen, wie zum Beispiel jetzt hier diesen großen Fleck. So. Das Ganze sollen sie jetzt erst einmal ausheben. Aber nicht nur das, wir brauchen noch was anderes hier oben. Zwei Stück weiter innen. Sollen sie mir hier noch zwei Dreierblöcke ausheben, wonach ja unsere beiden Wachhunde hinkommen, von denen ich vorhin im letzten Video gesprochen habe. So. Dann haben die Leute jetzt erstmal was zu tun. Denke ich mal. Unser Holzfäller hier fällt fleißig die Bäume. Die anderen Zwerge, die gerade nichts zu tun haben, also gerade unser Steinmetz oder mein und unser Leader, die tun das gefällte Holz jetzt hier auf dem Stockpile lagern. Und man sieht schon, hier auf dem Stockpile sammelt sich Nahrung, die nicht in Fässern gelagert wird. Also Alkohol muss in Fässer gelagert werden. Nahrung kann auch so gelagert werden, auch wenn das nicht gut ist, weil Nahrung außerhalb von Containern, also Fässern oder Bags, schneller kaputt geht. So, mal gucken, wie weit unsere Miner-Zwerge hier sind. Oh, sie buddeln sich schon mal ein schönes Stückchen rein. Während sie das machen, gebe ich mal kurz nochmal den Remove Ramps Befehl für die Rampen hier. Gut. Einer von den beiden entfernt schon mal die Rampen, die wir nicht brauchen. Und jetzt haben wir hier schön sauber einen Weg nach unten. Gut. Hier werden wir übrigens in dem Bereich hier auch alle Rampen entfernen und auch ein bisschen begradigen, damit wir einen schönen Festungseingang nachher haben, den wir auch ein bisschen verteidigen können. Aber jetzt erstmal abwarten, bis der erste große Raum hier angefangen wurde zu bebauen. Man sieht, es fallen ziemlich viele Steine hier in dem Bereich ab, weil das hier eben auch Steine sind. Und Steine werden wir später zum Bau von Gebäuden, von Workbenches brauchen und für andere Buildings. Das ist dann der B-Button.
Das kommt dann aber erst, sobald wir hier das erste Gebäude haben. Also den ersten Raum freigesetzt haben.